Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In den letzten Wochen, Monaten habe ich mindestens 2 Food Diaries von meinen Jungs veröffentlicht, in denen ich zeige, was meine Jungs an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Da war Rohkost dabei, vegane Kost, aber auch vegetarische Kost. Von mir hat man auch ab und zu mal eine Mahlzeit gesehen. Ich werde euch eines der Videos oben in den Infokappen verlinken. Im heutigen Video seht ihr, was ich an 2 Tagen gegessen habe. Ich bin sehr rohkostorientiert, also ihr seht heute von mir Rohkost und bei mir darf es auch gern sehr viel regional und sehr grün sein. Und bevor ich starte mit diesem 2 Tage Food Diary, möchte ich noch kurz was zum Trockenfasten erwähnen, weil ihr seht, eine der Mahlzeiten, die ich nach meinem Trockenfasten eingenommen habe. Also ich habe ja schon langjährige Erfahrung mit Fasten. Ich habe schon ganz oft mit Wasser gefastet, 5 bis 7 Tage ganz oft mit frisch gepressten Säften. Und seit 3 Jahren experimentiere ich mit dem Trockenfasten. Fragt sich jetzt vielleicht einer, was ist denn Trockenfasten? Fasten bedeutet ja eigentlich, dass man keine feste Nahrung zu sich nimmt. Und beim Trockenfasten verzichtet man auch auf Flüssigkeit für einen kurzen Zeitraum. Ich faste meist 24 bis 48 Stunden trocken. Ich habe auch schon über 60 Stunden trocken gefastet und im Mai auch das erste Mal 72 Stunden. Ich möchte nochmal ausdrücklich erwähnen, dass dieses Fasten eine sehr spezielle Art des Fastens ist. Das kann nicht jeder, also man sollte da schon wirklich Fastenerfahrung haben, seine Ernährung schon lange umgestellt haben, regelmäßig entgiftet haben und auch die Darmgesundheit optimiert und unterstützt haben. Vor 3 Jahren habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, da hatte ich auch schon ein bisschen experimentiert. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke das Video oben in den Infokarten. Übrigens ist im russischen Raum das Trockenfasten weit verbreitet, beziehungsweise das Wissen dazu. Das praktizieren jetzt nicht unbedingt ganz viele Leute, aber das Wissen ist bekannt. Ich habe zum Beispiel eine Heilpraktikerin, bei der ich in den letzten Jahren eine sogenannte Darmspülung, Hydrokolontherapie durchgeführt habe. Und ihr Mann fastet auch regelmäßig trocken und wenn es ihre Zeit erlaubt und sie nicht in der Praxis zu tun hat, dann fastet sie auch mit trocken. Da gab es auch einen sehr interessanten Austausch und da merkt man auch, wenn man mal ein bisschen den Horizont erweitert, über den Tellerrand hinausschaut, da merkt man auch, dass es ein gewisses Wissen gibt, was auch in anderen Kreisen einfach schon bekannt ist. Man weiß darüber. Und wenn ich trocken faste oder das Trockenfasten breche, dann trinke ich ganz viel frisch gepresste Gemüsesäfte und an dem Tag darauf esse ich halt sehr schlicht und fettfrei. Und das seht ihr jetzt als nächstes. Ich habe dieses Video, was ihr jetzt seht, also den einen Tag eigentlich für meine Telegram-Gruppe aufgenommen. Da habe ich so ein kleines Video zusammengestellt für meinen Telegram-Kanal. Ist ja keine Gruppe, ist ein Kanal. Ihr könnt auch gerne dem Kanal auf Telegram beitreten. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ich werde den Link zu meinem Telegram-Kanal auch als ersten Kommentar anpinnen unter diesem Video. Da könnt ihr gerne meinem Telegram-Kanal beitreten. Wie gesagt, dieser eine Tag, was esse ich an diesem einen Tag, war eher für den Telegram-Kanal gedacht und habe ich mir gedacht, dann mache ich nochmal ein YouTube-Video daraus und zeige euch dann noch einen anderen Tag, dass ihr auch mal seht, was ich aktuell esse. Also bei mir ist es sehr rohköstlich, sehr frisch und sehr grün. Ihr seht jetzt erst den einen Tag nach dem Trockenfasten und dann kommt der zweite Tag. Da habe ich allerdings meine Flüssigkeiten nicht mitgefilmt, also die Flüssigkeiten sind die gleichen wie am ersten Tag. Los geht's! Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein kleines Video von mir hier für meinen Telegram-Kanal. Ich zeige euch in diesem Video, was ich heute an flüssiger und fester Nahrung zu mir genommen habe. Jetzt ist es gegen 12.30 Uhr, ich nehme meine erste Flüssigkeit zu mir und das ist frisch gepresster Gurkensaft, ein Monosaft und das sind ca. 700 Milliliter. Es ist kurz vor 15 Uhr, das ist mein nächster frisch gepresster Saft. Das sind ca. 500 Milliliter Stangselleriesaft. Es ist kurz vor 16.30 Uhr. Für mich gibt es die nächste Flüssigkeit. Diesmal sind das knapp 500 Milliliter Wasser mit einem gehäuften Esslöffel Grassaftpulver. Dafür verwende ich das Grassaftpulver bzw. den Grassaftalkalisierer von Lebenskraft Pur. Es ist gegen 17.30 Uhr. Für mich gibt es die nächste Flüssigkeit. Das sind ca. 400 Milliliter Wasser mit einem gehäuften Esslöffel Silizium Plus aus Brennnessel, Ackerschachtel, Halm und Bambus. Das werde ich jetzt trinken, noch eine halbe Stunde warten und dann gibt es meine eine Mahlzeit für heute.
Gegen 19 Uhr beginne ich meine feste Mahlzeit für heute. Ich beginne ja meistens mit Früchten. Ich habe hier so eine halbe Zuckermelone von Delicato 48. Das hatte ich ja auch vor kurzem gepostet. Das ist so ein kleines Familienunternehmen in Spanien, in Andalusien. Und dazu gibt es ein paar regionale Erdbeeren vom Wochenmarkt. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit. Ich habe jetzt zu dem Obst ca. 20 bis 30 Minuten Pause gelassen. Ihr seht hier Gurken, die sind von unserem Wochenmarkt, also regional, mit regionalem Dill. Und auf einigen anderen Gurkenscheiben befindet sich das Wildkräuter-Purpulver von Lebenskraft Pur. Dazu gibt es kleine Tomaten von Delicato 48, also auch aus Spanien, aus Andalusien. Dann habe ich selbstgezogene Beluga-Linsensprossen. Und hier eine Portion Wildgrün. Da sind Baumblätter dabei von Kirsche und Linde. Löwenzahn ist dabei, Gänseblümchen, Giersch, Vogelmiere, Wiesenklee und ich glaube noch ein bisschen Zitronenmelisse. Da werden sich jetzt vielleicht einige denken, oh, das ist aber wenig Essen, das bisschen Obst, das bisschen Gemüse und Grün und Sprossen, davon kann man doch nicht satt werden. Heute ist der Dienstag und ich habe ja am Wochenende gefastet, 48 Stunden trocken und wenn ich danach wieder esse, dann trinke ich sehr viel und beginne langsam mit den Mahlzeiten. Bei mir ist es auch so, wenn ich Sprossen dabei habe und Wildgrün, dann sättigt mich das ungemein. Vor allem, wenn ich hier Baumblätter dabei habe wie Lindenblätter. Wenn ich eine Handvoll Lindenblätter esse, dann bekomme ich schon ein ganz starkes Sättigungsgefühl. Wenn da noch ein bisschen Bitterstoffe dabei sind, zum Beispiel vom Löwenzahn, dann noch viel mehr. Also diese Mahlzeit nach dem Fasten, also kurz nach dem Fasten, die kann mich wirklich sehr gut sättigen. Hier seht ihr noch eine andere Abendmahlzeit von mir. Ich habe vor ca. 45 Minuten ca. 500 Gramm Erdbeeren gegessen und eine der großen Feigen. Jetzt geht es für mich mit Grün und Gemüse weiter. Hier habe ich Kohlrabi, Radieschen, Ochsenherztomaten, ein bisschen Wildgrün, das sind Lindenblätter, da ist noch Brennnessel dabei und Giersch. Dann gibt es noch einen grünen Salat aus Rucola, Gurke, Tomate, Rotkehlsprossen. Dazu gibt es ein bisschen selbstgemachtes Dressing. Das Dressing besteht aus geschälten Hanfsamen, bisschen weißem Mandelmus, Knoblauch, Zitronensaft, Wasser und etwas Salz. Und dann noch gefüllte Champignons. Das ist ein Rohkostrezept. Die sind gefüllt mit einer Cashewcreme. Die habe ich jetzt heute tagsüber dürren lassen. Seit Anfang 2018 esse ich fast nur noch eine Mahlzeit am Tag. Ich würde mal sagen, zu 90-95% nur eine Mahlzeit am Tag. Ihr habt gesehen, ich starte mit Obst, dann lasse ich ein bisschen Pause und dann gibt es eine Gemüsemahlzeit mit viel Grün. Ich blende euch mal kurz ein Foto ein. Das ist auch ein Gericht, was ich mir kürzlich mal wieder zubereitet habe. So eine Art Brokkoli-Gedicht nenne ich es, mit Brokkoli, angekeimten Saaten, ein bisschen Öl, Salzsohle, Knoblauch, Zwiebeln, dazu gibt es eben Chicorée, ein bisschen was Bitteres, auch Wildkräuter und eben Sprossen. Davor gibt es für mich eben auch eine Obstmahlzeit, dann lasse ich eine kleine Pause und dann esse ich eben diese Gemüsemahlzeit. Ich meine, dass ich zu diesem Brokkoli-Gedicht auch schon ein Video hier auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Wenn es so sein sollte, werde ich dieses Rezept oben in den Infokarten verlinken. Ich möchte euch mit diesem Video inspirieren und motivieren, wieder mehr Frischkost zu essen, mehr regional zu essen und mehr Grün zu essen. Es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, ihr müsst 100% Rohkost essen. Man kann ja auch mit frischen regionalen Lebensmitteln frisch und gesund kochen. Und als nächstes zeige ich euch meine Gemüselieferung von dieser Woche. Meine Biokiste, eine liebe Freundin, hat mir auch ganz viel aus ihrem eigenen Garten mitgebracht und unser Mitbewohner war auf dem Wochenmarkt und hat für mich auch einiges mitgebracht. Und das seht ihr jetzt alles. Heute ist Freitag und Freitag ist bei uns Biokistentag. Heute haben wir diese wunderbare Kiste geliefert bekommen. Und das Tolle an dieser Biokiste ist, dass ich mir den Inhalt jede Woche neu zusammenstellen kann. Ihr seht, wir haben wieder frische Lebensmittel geliefert bekommen und ein großer Teil dieser Lebensmittel ist mittlerweile wieder regional. Was auch auffällt, diese Biokiste enthält viele grüne Lebensmittel. Für mich gehören grüne Lebensmittel mit zu den wichtigsten Lebensmitteln für eine gute Gesundheit. Und noch mehr Grün habe ich heute bekommen. Eine Freundin aus Thüringen war da und hat mir reichlich Gaben aus ihrem Garten mitgebracht, zum Beispiel hier zwei Kohlrabi. Das Blattgrün von Kohlrabi kann auch mitgegessen werden, genauso wie das Blattgrün von Radieschen. Dann waren noch zwei Kopfsalate dabei,
ganz viel Kräuter, Liebstöckel, Rosmarin, Zitronenmelisse, Salbei, Oregano und ganz viel Rucola. Ich liebe den würzigen Geschmack von Rucola, am liebsten in Kombination mit Tomaten. Und hier gibt es mehr frische Lebensmittel. Unser Mitbewohner, der Henry, der war heute auf dem Wochenmarkt und hat uns einiges mitgebracht. Zum Beispiel Gurken, also regionale Gurken, regionale Ochsenherztomaten, das sind meine absoluten Lieblingstomaten. Dann noch mehr Rucola, regionale Erdbeeren und zwei sizilianische Feigen. Ihr seht, frische Kost, regionale Kost, grüne Kost stehen bei mir ganz hoch im Kurs. Und diese Lebensmittel können wunderbar mit Wildpflanzen und Sprossen und Grünkraut ergänzt werden. Heute habe ich noch etwas Wildgrün gesammelt, ganz viel Ackerschachtelhalm. Das ist Girsch, dann etwas Gundermann und ein paar Blättchen oder Blätter vom Frauenmantel. Noch einen kleinen Einblick in meine Sprossenvielfalt. Hier in dieser großen Schüssel befindet sich Rotklee. Hier haben wir Alfalfa-Sprossen. Hier in diesem Glas Rotkohl. Daneben Senfsprossen bzw. Senfgrünkraut. Das schöne Grün, das sind Radieschensprossen bzw. Radieschengrünkraut. Dann haben wir hier Grün von Chia, also einfach Chiasamen keimen lassen, und Grün von Brokkoli. Und hier im Kresseigel wächst, wie der Name auch schon sagt, Kresse, beziehungsweise soll da schön üppig die Kresse grünen. Und hier in dieser Schale soll Sonnenblumenkerngrün wachsen. Ein bisschen was kommt schon raus, könnt ihr hier bestimmt erkennen. Hier. Auf der anderen Seite grünt es auch schon, das ist Erbsengrün. Dann haben wir hier Mangoldgrünkraut. Hier soll Koriander wachsen und dahinter Zitronenmelisse. Ihr seht, Gesundgrün essen steht bei mir ganz hoch im Kurs. An dieser Stelle möchte ich euch mein E-Book Gesundgrün essen empfehlen. In diesem E-Book findet ihr alle wichtigen Informationen zu den grünen Lebensmitteln, angefangen bei den grünen Kulturlebensmitteln wie Salate und Gartenkräuter, auch Brokkoli ist dabei. Dann geht es weiter mit den grünen Sprossen, dem Grünkraut, den grünen Gräsern. Dann geht es weiter mit den Mikroalgen, Chlorella und Spirulina. Und den Wildpflanzen ist auch ein ganz großes Kapitel gewidmet. Da erfahrt ihr alles über Baumblätter, also über 61 Wildpflanzen, da sind Baumblätter und Wildkräuter dabei. Und natürlich gibt es auch eine Menge Rezepte mit grünen Lebensmitteln. Ich setze euch den Link zu meinem E-Book unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen in diesem Video gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, eure Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich freue mich über regen Gedankenaustausch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Gehabt euch wohl. Bis bald, ihr Lieben.